Wie kommst du denn? Adi! 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 Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe heute eine Ankündigung zu machen. Die ganze Zeit habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass am 1. was kommen wird. Nicht nur, dass heute Pokémon Go offline ist von 20 Uhr bis 3 Uhr heute Abend, sondern am 1. Juni passiert auch noch was anderes. Ich hau dieses Video raus und ich möchte mich einer Herausforderung stellen, die mir ans Herz gelegt wurde, beziehungsweise ich will nicht sagen, dass das eine Wette ist oder sonst was, es ging einfach darum, dass es hieß, ich habe in letzter Zeit so viel getrunken, man sieht mich immer nur mit Bierflasche, im Stream trinke ich Bier, dann ist Ditchen immer da gewesen, wir haben öfters mal ein Bierchen getrunken und die Frage kam auf, ob ich das denn wirklich brauche oder ob ich überhaupt noch ohne leben kann. Ich würde nicht sagen, dass ich Alkoholiker bin, ich würde einfach nur sagen, ich kann darauf verzichten, ich sehe es nicht ein, darauf zu verzichten, es ist nicht so, dass ich es unbedingt brauche, sondern ich will es, so. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt aufstehe und sage, ich muss das jetzt, ich drehe sonst durch. Es ist eine komische Sache. Und um mir selbst was zu beweisen und den anderen auch, Sabrina hat ja auch gesagt, dass, ja, dass es nicht schön ist, so immer mit Bierflasche überall und hin und her und keine Ahnung. Und Pupsi findet das auch nicht so toll und jeder labert mich deswegen voll. Und keiner glaubt dran, dass ich ohne kann. Und das möchte ich jetzt aber beweisen, das möchte ich Sabrina beweisen, das möchte ich Pupsi beweisen, das möchte ich meiner Mutter beweisen, das möchte ich mir selbst beweisen, denn ich sage so einfach, ich kann das, aber kann ich es denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Das will ich jetzt rausfinden, indem ich einfach mal sage, ein Monat ohne Alkohol, sprich, auch wenn der Ditschen demnächst vielleicht mir wieder im Weg läuft, die Sau... Und sagt, ja, trink erstmal ein Bier, beruhig dich, Bruder. Dann sage ich, nein, danke. Auch wenn er dann den Kräuter wieder rausholt und sagt, komm, ein kleiner geht noch. Nein, danke. Denn es geht ja nicht nur um Bier, es geht generell um Alkohol. Ich habe auch gemerkt, dass ich in letzter Zeit sehr oft einfach nur schlapp und müde bin. Jetzt weiß ich nicht, liegt das daran, dass ich so wenig schlaf? Liegt das daran, dass ich permanent Medikamente nehmen muss, die den Körper komplett runterfahren, weshalb ich sowieso immer wie eine Schlaftablette wirke? Liegt es jetzt aber an dem Alkohol? Liegt es an der Kombination aus Alkohol, wenig Schlaf und Medikamenten? Ich habe keine Ahnung. Zusätzlich zu diesen komischen Antidepressiva, die sowieso eigentlich als Nebenwirkung eine Gewichtszunahme haben, aber eben auch Alkohol dick macht, weiß man ja bei vielen. Gerade vor allem, wenn ich richtig was getrunken habe, habe ich so viel Hunger dann nochmal, so ein Hungergefühl entwickelt, dass ich meistens nachts um 3 noch ein halbes Schwein gegessen habe, wo ich eigentlich schon 5-mal am Tag gegessen habe. Und ich möchte mir das jetzt einfach beweisen, denn ich bin jetzt mittlerweile bei 130 Kilogramm angelangt und so viel hatte ich wirklich noch nie. Ich war letztens beim Arzt wegen meinen Leberwerten, wegen den Tabletten, dass das mal durchgecheckt ist. Die Werte weiß ich jetzt noch nicht. Das sollte ich mich wiegen. Dann haben die gesehen, 130 Kilo. Und ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Bisher war ich immer bei 120 Kilo. In der Klinik habe ich dann abgenommen, war dann bei 105 Kilo. Jetzt ist es bei 130, hat sich eingeschlichen die ganze Zeit und... Da muss ich auf jeden Fall was ändern, denn das geht dann, das ist dann nicht mehr lustig. Da geht es dann auch auf die Gesundheit wirklich. Ich bin, habe sowieso auch noch Asthma zusätzlich, weshalb ich sowieso, wenn ich rumlaufe, immer außer Puste bin und Atemprobleme habe. Jetzt auch noch dieses schwere Gewicht dabei. Und auch bei dem Surströmming-Video mit dem Mannshaulwurf. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das denn für eine hässliche Missgeburt, die da sitzt? Bin das wirklich ich? Ich habe mich gar nicht wiedererkannt, denn ich filme mich hier immer, stell das so rein und ich denke immer, ach, ich sehe ja ganz vernünftig aus noch, aber dann habe ich gesehen, wie sieht die Welt mich? Wie sehe ich eigentlich wirklich aus so? Keine Ahnung, also irgendwie habe ich eine ganz andere Person in seinem Video gesehen als in meinen Videos. Das hat mich natürlich etwas erschrocken und jetzt möchte ich das wirklich durchziehen. Ein Monat lang kein Bier, kein Alkohol generell, einen Monat lang nur Wasser trinken, Leitungswasser.
Weil da sind ja wenigstens Würmer drin, die euch den ganzen Magen zerfressen. Und ich habe mir gedacht, weil ich so ultra extrem bin, einen Monat lang auch nichts essen, bis auf grüne Gurke, Bruder. Denn alle meckern rum und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja viel zu wenig, einfach nur nichts trinken und einfach nur das trinken und setze ich noch einen drauf und mach's extra schwer und esse einen Monat lang nur grüne Gurke. Wenn ich also Hunger habe, nur grüne Gurke, ansonsten nichts, keine Ahnung. Mal gucken, das ist bestimmt eh nicht gesund. Und die Ärzte würden davon abraten, aber ich will das jetzt einfach mal probieren. Ein Selbstexperiment, sagen wir mal so. Kein Alkohol, nur Leitungswasser und zu essen nur grüne Gurke. Ich meine, da habt ihr was zum Reinbeißen, zum Kauen. Besteht aber hauptsächlich auch fast nur aus Wasser. Also mal gucken, ob ich den Monat überlebe, wie ich danach aussehe, wie ich mich danach fühle. Und wundert euch nicht, wenn in der Zwischenzeit noch Ramses Kitchen Videos online kommen, wo ich Burger esse oder irgendwas. Ich habe jetzt viele Sachen aufgenommen, vorproduziert. Oder auch Videos, wo man mich mit Bier sieht. Das ist nicht in diesem einen Monat. Ich schwöre auf alles, was ich habe und alles, was ich bin. Und ich werde diesen einen Monat versuchen durchzuziehen. Wenn es Probleme gibt oder ich abbreche oder ich sündige, sage ich das auch offen und ehrlich. Aber hinter der Kamera sieht man auf jeden Fall dann mich als Frack. Und vor der Kamera kann sein, ihr seht mich bei Ramses Kitchen schön Burger essen. Das ist aber, weil ich die Videos schon auf dem Rechner habe und irgendwann auch raushauen muss. Sonst könnte ich jetzt einen Monat lang gar nichts mehr zeigen, was ich an Videos vorbereitet habe. Oh, guck doch mal, wie süß. Wie ist einfach Dani? Ja, Adi! Adi! Alles wird gut, Bruder. Bruder Adi ruht sich auf jeden Fall aus. Ich glaube, wenn es so weitergeht, kann ich mich gleich daneben legen. Auch einfach nur noch im Bett vor mich hin sabbernd, ohne Kraft, ohne Energie, ohne Vitamine, ohne sonst was. Und dann als Skelett tauche ich wieder auf in einem Monat. Ihr werdet mich nicht wiedererkennen. Beziehungsweise am 15. ist ja ist nochmal ein besonderer Tag und ist auch die Hälfte des Monats um. Und an diesem 15. habe ich einen besonderen Termin. Und dieser Termin wird für mich entweder die Welt dahingehend verändern, dass mein schiefes Weltbild noch mehr bestätigt wird und dann gibt es kein Zurück mehr. Oder es wird mir aufgezeigt, dass es irgendwo in dieser Welt doch noch Gerechtigkeit gibt. Auf jeden Fall wird dieser Tag auch nochmal grundlegend was ändern, auch an mir, auch an meinem Aussehen. Ich werde dann auf jeden Fall, habe ich mir schon was vorgenommen, werde ich dann einfach machen, werde ich durchziehen, um ein Zeichen zu setzen. Entweder ist es positiv gemeint oder ist es negativ gemeint, aber am 15. wird dann auf jeden Fall auch noch was passieren. Jetzt aber erstmal vom 1. an kein Alkohol mehr. Der Stream heute Abend wird auch der erste sein, wo ich nichts trinke, kein Bierchen dazu, einfach nur Wasser, Leitungswasser, das war's, mehr nicht. Und wenn ich Hunger habe, Gurke, Bruder, grüne Gurke, richtig gute Sache, ohne Salz, natürlich, Salz, nix. Jetzt ist das Problem, heute ist Montag, Pfingstmontag, alles hat zu und ich habe keine Gurken. Das heißt, ich kann heute den ganzen Tag nichts essen. Eigentlich habe ich Hunger, aber immer wenn ich Hunger habe, schieße ich mir einfach einen Liter Leitungswasser rein und dann ist mir so schlecht und ich habe so Bauchschmerzen, dass ich dann irgendwann ins Bett falle und in 3 Tagen wieder aufwache und dann gibt es ja wieder Gurken, ne? Macht das auf jeden Fall nicht nach. Macht Sport, ernährt euch gesund, reduziert eure Portionen, trinkt trotzdem viel Wasser und so, aber hungert euch nicht tot, ne? Ich will das einfach mal probieren, ob ich das jetzt durchhalte. Ist extrem. Wieder mal von der Sache her, weil einfach nur kein Alkohol hätte ja gereicht und alles nochmal weitermachen, um diesen Punkt nur zu ändern. Oder halt nur Wasser trinken und keine Limo mehr oder Cola mehr und trotzdem mal ein Bierchen, gemütlich vielleicht. Aber ich kombiniere halt gleich alles, nur noch Wasser, keinen Alkohol und grüne Gurken. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mm-hmm.